Hey, hey, ich bin Maria von More Raw Food und heute gibt es ein Frage- und Antwort-Video. Ich habe euch ja neulich bei Instagram mal gefragt, welche Sachen ihr gerne über mich wissen möchtet und heute gibt es die Antworten dazu. Ja, legen wir mal gleich los. Die erste Frage kommt von Vegan Jesse und Vegan Jesse fragt, ja, und zwar, wenn man sich die Rohkost in Bio nicht leisten kann, denkst du, es ist besser, bio-cooked, healthy vegan zu sein? Zum Beispiel Bio-Hanfsamen oder Kartoffeln sind natürlich günstiger auf die Menge gesehen. Du weißt, was ich meine. Also ist es besser, roh zu essen, auch wenn man nicht alles in Bio oder lieber bio in cooked vegan, halt mit gesunden Lebensmitteln? Ja, das ist eine gute Frage und meine Antwort ist eine Gegenfrage. Und zwar, ja, auf welches Bein soll man sich denn amputieren lassen, das rechte oder das linke? Und genauso ist die Antwort auf diese Frage. Also es gibt nicht wirklich ein richtig oder falsch da. Da würde ich immer sagen, mach, wie es dir besser geht. Geht es dir besser mit einem, ja, wenn du Bio isst und dafür aber ein bisschen gekocht ist, das ist völlig okay. Oder aber auch nicht Bio und dafür, also konventionell und dafür roh zu essen. Hör einfach auf deinen Körper, wie es dir besser geht, ist meine Meinung. Und wenn du dich dafür entscheidest, nicht Bio zu essen, aber eben roh, dann würde ich dir empfehlen, nach diesen Listen zu gehen, Dirty Dozen und The Clean 15, die verlinke ich dir mal unten, da habe ich nämlich schon einen Blogpost dazu gemacht und wenn du die Listen befolgst und die also Sachen vermeidest, die am meisten besprüht sind, dann müsste das eigentlich auch okay sein. Also hör auf deinen Körper. Frage Nummer 2 kommt von Raw Breakthrough und Raw Breakthrough fragt, nachdem du das Fett weggelassen hast, hast du irgendwie gemerkt, ob die Haut trocken geworden ist? Wie schaffst du das, die Gewürze nicht angehen? Hast du bei der Umstellung Verdauungsbeschwerden gehabt? Also das sind ja mal 3 Fragen. Auf die erste Frage mit dem Fett, also ich habe nie wirklich so viel Fett gegessen, von daher habe ich nicht wirklich, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, als ich damals angefangen habe, also von normaler Creme auf Kokosnussfett umzustellen, da habe ich gemerkt, dass die Haut ein bisschen trocken war und sich erst daran gewöhnen musste. Aber bei dem Fett, das habe ich nicht gemerkt. Was ich allerdings merke, ist, dass im Winter meine Haut mehr Fett braucht und da kriege ich teilweise sehr trockene Haut, weil die Luft sehr trocken ist. Aber das hat nichts mit meiner Haut zu tun und auch wenn ich dann mehr Fette esse, kriegt die Haut es nicht so ganz hin. Also es hilft dann wirklich nur eincremen, auch mit Kokosnussöl. Und die nächste Frage war, wie schaffst du, dass die Gewürze nicht angehen? Da weiß ich nicht richtig, was du meinst. Also ich nehme immer frische Gewürze und die kaufe ich immer frisch, benutze, naja, und dann kaufe ich wieder neue. Getrocknete Gewürze kaufe ich nicht. Und die andere Frage, hast du bei der Umstellung Verdauungsbeschwerden gehabt? Ja, das hatte ich und zwar die ersten 3 Tage, da hatte ich ganz viel Luft im Bauch, also und auch teilweise Krämpfe, weil meine Darme sich erstmal daran gewöhnen mussten, aber nach diesen 3 Tagen, also am 4. Tag, hatte ich so eine gute Verdauung wie nie zuvor. Laurella schläft übrigens gerade ein. Immer eine gute Taktik, ein Video für euch zu machen. Aber machen wir gleich weiter. Noch eine Frage von Raw Breakthrough. Hast ganz schön viele Fragen. Was ist deine Lieblingsmahlzeit? Kochst du für deine Familie? Wenn ja, was gibt es dann Gutes immer? Was hast du früher gearbeitet oder studiert? Sorry, ich habe so viele Fragen. Ich schaue deine Videos sehr gerne, daher möchte ich mehr über dich erfahren. Hast du vor deiner Schwangerschaft Sport gemacht? Wenn ja, was? Okay, eine Frage nach der anderen. Meine Lieblingsmahlzeit, ich glaube Frühstück und Abendessen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Also eigentlich immer Frühstück, weil ich es liebe und da richtig Hunger habe. Aber mittlerweile auch abends, weil ich da immer so viele tolle, unterschiedliche Sachen mache. Früh esse ich meistens einen grünen Smoothie. Also ich würde mal sagen, momentan Abendessen. Abendessen ist meine Lieblingsmahlzeit. Kochst du für deine Familie? Nein, mache ich nicht. Ich habe jetzt, wenn du mich auf Instagram verfolgst, hast du ja gesehen, dass mein Freund angefangen hat, mehr roh abends zu essen. Und da mache ich es auf jeden Fall für ihn mit. Aber wenn er was Gekochtes will, dann macht er sich das selber. Aber meistens ist es so, dass er sich irgendwo was unterwegs holt. Was hast du früher gearbeitet bzw. studiert? Also studiert habe ich gar nicht. Ich habe
wie heißt diese Ausbildung? Handelsassistent, und zwar bei H&M. Ich habe mein ganzes Leben lang, seitdem ich 16 bin, bei H&M gearbeitet und habe da Karriere gemacht und habe jetzt, bevor ich dann eben in Mutterschutz gegangen bin, war ich Section Head bei H&M. Das heißt, im Einkaufsbüro in Stockholm arbeite ich und bin für ein Team verantwortlich von Designern und Einkäufern und leite das, dass die eben eine tolle Kollektion zusammenstellen und kaufen. Hast du vor deiner Schwangerschaft Sport gemacht? Wenn ja, was? Ja, habe ich. Ich mache jetzt auch immer noch Sport. Und zwar vor der Schwangerschaft habe ich fünfmal die Woche Bikram-Yoga gemacht. Das ist dieses Hot-Yoga. Und das liebe ich. Ich habe es jetzt nach der Schwangerschaft oder seit der Entbindung 2-3 Mal geschafft, hinzugehen. Ich will auch wieder regelmäßiger hingehen, aber ich muss einfach wieder reinkommen in eine Routine. Und während der Schwangerschaft habe ich Aquagymnastik gemacht und auch so ein leichtes Training, wo man mit seinem eigenen Körpergewicht trainiert. Und da habe ich mit Rentnern zusammen trainiert. Das war auch ganz toll. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber Sport habe ich schon immer gerne gemacht. Nächste Frage. Isabel 00, wo toll. Schlaft ihr im Familienbett? Wollt ihr Lorella entscheiden lassen, wann sie nicht mehr mag? Ja, wir schlafen alle im gleichen Bett. Mein Freund war da am Anfang nicht so dafür oder vor der Entbindung. Aber sobald das Kind da war, war das klar, dass Lorella nur mit bei uns schläft. Sie schläft auch immer noch bei uns. Und ja, sie wird entscheiden, wann sie gerne in einem eigenen Bett schlafen möchte. Und dann werden wir ihr eins kaufen. Milkaninchen. Du sagtest ja mal, dass dein Freund kein Rohköstler ist. Wie macht ihr das immer mit dem Essen zubereiten? Kocht er für sich selbst? Lebt er vegan oder ist er Allesesser? Wie funktioniert es in der Küche und beim Einkaufen? Ja, auch eine gute Frage. Mein Freund ist ein Allesesser. Und er hat jetzt aufgehört, Fleisch zu essen, aber ansonsten isst er noch alles. Wir haben keine Eier oder Milch oder sowas mehr zu Hause. Er kauft ab und zu Käse. Und beim Einkaufen machen wir es so, dadurch, dass ich zu Hause bin, kaufe ich meistens ein. Und wenn er dann eben solche Sachen haben möchte wie Käse, dann kaufe ich ihm das. Zwar nicht sehr gerne, aber ich mache das, weil... Ja, es ist sowieso, wir kaufen von einem und demselben Budget ein und warum soll er sich da stressen, weil er kauft es so oder so. Und beim Kochen machen wir das so, dass ich mache Abendessen für uns rohköstlich. Wenn er das mitessen möchte, dann mache ich das für uns. Aber ich koche jetzt nicht extra für ihn. Es sei denn, er wünscht es ausdrücklich. Aber meistens ist das so, dass er sich was vom Thailänder, Asiaten, Sushi oder irgendwie sowas holt und es dann mit nach Hause bringt. Und ich habe dann meins schon fertig. Aber ich mache für Lorella und mich immer das Essen. Nature Run, das ist die englische Frage. Das beantworte ich dann im englischen Video davon. Wenn du das sehen möchtest, dann musst du zum englischen Kanal. More Raw Food Englisch. Und mal gucken, haben wir noch eine? Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Wieso isst du keine Öle? Kokosöl ist doch super. Oder kaltgepresst Olivenöl, Leinöl, was ist das? Baumnussöl. Warum esse ich keine Fette? Ja, weil keine Öle. Öle sind für mich leere Kalorien. Also ich esse zwar Fette, aber Öle jetzt wie Kokosöl oder auch Olivenöl oder alle anderen Öle, das ist wirklich nur Fett, das ist nur Omega-3. Und wenn ich esse, dann möchte ich gerne mehr, so viele Nährwerte wie möglich haben. Und deswegen esse ich meistens Avocados oder aber die Nüsse oder Samen an sich. Das sind die Fette, die ich bevorzuge. Oder aber Durian oder Kokosnüsse, weil da sind dann einfach noch mehr Nährwerte mit drin. Wenn du jetzt aber selber ja Öle essen möchtest oder so, mach das. Sei dir aber darüber bewusst, dass du eben wirklich nur das Fett bekommst. Und dann April Ocean. Ist es normal, dass die Regel unregelmäßig kommt, wenn man mit der Rohkost anfängt? Welchen Einfluss hat dabei die Menge des Fettes, die man zu sich nimmt? Ja, gute Frage. Da habe ich ja auch mal ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich dir mal unten oder hier irgendwo oben. Und zwar ist es wichtig, dass man mehr Fette isst. Und zwar, also dieses 80-10-10 gilt dann nicht mehr. Also 80% seiner Kalorien von Kohlenhydraten, 10% von Fett und 10% von Protein. Sondern da sollte man auf 15-20% Fett hochgehen. Und um seine Regel regelmäßig zu bekommen. Und ja, die Regel kann erstmal wegbleiben. Die kommt dann aber in den meisten Fällen wieder. Und was haben wir hier noch? Oh, ich sehe kaum noch was auf dem PC. Love is a Verb möchte wissen, wie alt ich bin und was ich studiert habe oder gelernt habe. Also ich bin 35. Schreibt mir mal unbedingt einen Kommentar drunter, was er geschätzt hat. Ich finde es immer super interessant. Also ich bin 35 und was habe ich gelernt? Wie schon gesagt, ich habe, wie heißt es jetzt nochmal,
Handelsassistent bei H&M gelernt und das ist so eine Ausbildung, da macht man den Einzelhandelskaufmann und noch so eine andere Stufe in einem. Den Einzelhandelskaufmann macht man in einem Jahr und dann noch 2 Jahre was anderes. Und es ist so, dass die Ausbildung 3 Jahre geht und ich habe da im Shop gearbeitet und bin dann 10 Wochen in diesen 3 Jahren immer nach Springe, das ist in der Nähe von Hannover, gefahren und habe dann da im Prinzip für 2 Wochen immer ja, ganz viele Prüfungen gemacht und Sachen. Irgendwas killert mich hier. Ach, das ist die Blume. Und habe dann da immer diese ganzen Prüfungen gemacht und alles. War eine sehr anstrengende Ausbildung. Und man musste sich dann hinterher dazu also committen, dass man 2 Jahre mindestens bei H&M bleibt. Aber die 2 Jahre habe ich ja längst überschritten. Ja, das waren all eure Fragen, die ich so bis jetzt bekommen habe. Wenn ihr noch mehr Fragen haben, oder noch mehr Fragen habt und mehr von diesen Q&A-Videos haben möchtet, dann hinterlasst mir die Fragen unbedingt in den Kommentaren. Laurella ist jetzt schön eingeschlafen. Jetzt kann ich wieder mich ein bisschen an den PC setzen und arbeiten. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lasst es rocken. Maria.